Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer neuen Objektivsendung Ab nach draußen, hier live aus dem Benno-Haus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Anna und ich kann euch jetzt schon sagen, dieser Abend wird besonders. Besonders sportlich. Mein Name ist Mariam und uns erwarten heute die unterschiedlichsten Gäste. Unter anderem eine dreifache Bronzemedaillengewinnerin, die an den Special Olympics in Los Angeles teilgenommen hat. Wenn das nicht aufregend ist, dann weiß ich auch nicht. Absolut, aber schalten wir erst noch mal ein paar Gänge zurück. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, so lange her ist es ja noch nicht, als unter Corona so gut wie gar nichts möglich war, vor allem keinen Sport drinnen zu machen? Keine schöne Erinnerung, wenn du mich fragst. Trainieren im Verein unmöglich. Schwimmbäder und Fitnessstudios geschlossen und das monatelang. Oh ja, aber hast du nicht auch beobachtet, dass in dieser Zeit plötzlich ganz Münster draußen gewesen ist? Ja, jetzt wo du es sagst, die Promenade und der Aasee waren ziemlich überfüllt. Ich glaube, gerade Corona war ja der Grund dafür, warum wir überhaupt erst wieder so motiviert waren, mit den Outdoor-Activities anzufangen. Ja, das kann gut sein. Und vielleicht habt auch ihr da draußen euch in dieser Zeit zum ersten Mal oder mal wieder daran gewagt, die Laufschuhe anzuziehen und einfach loszulaufen. Denn Fakt ist ja, Sport draußen tut dem Körper unglaublich gut und vielmehr noch der Psyche. Und wenn man mal überlegt, gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten in Münster mit dem Sportmachen draußen anzufangen. Warst du nicht noch vor kurzem unterwegs, um die sportliche Lage mal abzuchecken? Genau, und dabei habe ich die unterschiedlichsten SportlerInnen getroffen. Und dann merkt man eigentlich gar nicht, dass man bewusst Sport macht. Und also da wirklich Mut nehmen, sich Leute zusammensuchen, wie Markus sagt, und ausprobieren. Ja. Da sich heute alles um das Thema Outdoor Activities dreht, bin ich heute in Münster unterwegs und frage die MünsteranerInnen zu ihrer sportlichen Aktivität. Besonders interessiert mich dabei, wie sich die Leute hier sportlich betätigen, welches sportliche Angebot Münster zu bieten hat und welche Rolle Corona bei dem Ganzen spielt. Und jetzt würde ich sagen, let's go! So, dann frage ich euch doch direkt mal, welchen Sport übt ihr in eurer Freizeit aus? Also normalerweise Downhill-Biken, aber das geht jetzt seit 2 Wochen nicht mehr, weil ich meine Hand gebrochen habe. Ich gehe eigentlich am liebsten wandern, Fahrradfahren, mache Freeletics, bouldern in der Halle, also am liebsten draußen tatsächlich. Heute Inlineskaten. Also ich gehe öfter hier auf der Promenade laufen. Ich gehe hin und wieder spazieren und wenn ich mich ganz motiviert fühle, auch laufen. Wir machen Lab zusammen. Ich spiele im Verein Batman und gehe draußen viel joggen. Ich übe Nordic Walking aus. Und wie regelmäßig machst du das? Im Schnitt 3-mal die Woche. Nordic Walking unterrichte ich seit 2003. Und wir machen das, also er macht schon länger, ich bin jetzt einigermaßen neu dabei das erste Mal. Und ja, wir treffen uns jetzt ab und zu, ne, und hauen uns ein bisschen die Köpfe ein. Wie hat sich eure sportliche Aktivität verändert, als Corona kam? Ich glaube, es hat sich dadurch verändert, dass man, also wir sind jetzt schon im Berufsleben und wir haben eben einen Office-Job, den wir von daheim aus machen können, also Homeoffice. Und da ist die Bewegung natürlich noch mehr eingeschränkt. Das heißt, man muss sich irgendwas überlegen. Vor Corona habe ich tatsächlich mehr Hallensport und sowas gemacht. Also ein bisschen Basketball, ein bisschen gefochten. Das war halt während Corona nicht so möglich. Da hat sich das halt ein bisschen mehr so auf Laufen nach draußen verlagert. Und irgendwie ein bisschen mehr Fahrradfahren tut man jetzt auch. Also eigentlich tanze ich Lindy Hop. Genau, und mit Corona ging das dann nicht mehr. Da habe ich dann erstmal nicht viel getanzt und auch nicht viel Sport gemacht. Aber dadurch bin ich dann irgendwie zum Laufen gekommen und wieder zum Inlineskaten. Bei mir jetzt nicht. Sportlich war ich immer schon. Also bei mir ist ja Kraftsport eigentlich mehr. Aber jetzt mit Lab machen wir so, kann man sagen, einmal die Woche, manchmal zweimal. Ja. Wollen es aber eigentlich auf jeden Fall regelmäßiger machen. Aber man sucht auf jeden Fall solche Sachen wie eben Lab-Training, wo man einfach so mit seinen Waffen rausgehen kann, ohne dass man es irgendwie eine Hallenzeit braucht oder irgendwie andere Corona-Maßnahmen beachten muss. Das war eigentlich genau die richtige Zeit. Ich habe durch Corona
bin ich auch im Winter sogar joggen gegangen, zum einen. Und zum anderen habe ich viermal die Woche einen Homeworkout absolviert, bestehend aus Liegestützen beispielsweise. Wo ich wirklich sagen muss, als der Lockdown aufgehoben war, war ich wirklich in Topform. Ja. Und was ist für dich der Unterschied zwischen drinnen Sport machen und draußen Sport machen? Ändert das für dich irgendwas? Die Natur macht für mich da den Unterschied tatsächlich. Ja, das ist einfach dieses, wenn ich draußen bin, merke ich direkt, dass diese Glückshormone freigemacht werden im Körper. So ähnlich wie wenn man frisch verliebt ist, immer diese Schmetterlinge im Bauch. Ja, aber das merke ich einfach, das ist geil. Und deswegen, das ist so für mich der Hauptunterschied, warum ich sage, ich möchte lieber draußen Sport machen als drin. Wenn draußen schlechtes Wetter ist, gehe ich halt per se weniger raus. Aber wenn das Wetter passt, ist es halt viel cooler. Mit der Luft einfach angenehmere Atmosphäre. Ich bin per se auch einfach deutlich besser drauf. Du brauchst halt einen gewissen Ausgleich, wie gesagt, Homeoffice technisch. Und ich glaube, das Licht allein schon oder auch die Umgebung im Wald beispielsweise beim Fahrradfahren macht halt sehr viel aus. Hast du vielleicht Veränderungsbedarf, was das sportliche Angebot in Münster angeht? Also wünschst du dir da irgendetwas anderes? Ich kann jetzt nur für meinen Stadtteil sprechen. Ich wohne jetzt hier in Mauritz, also für das Ostviertel in Münster. Und da muss ich sagen, bin ich zufrieden. Ich wünsche mir, dass es überdachte Möglichkeiten gibt, weil bei Regen alles zusammenkracht. Also ich bin eigentlich gerade ziemlich zufrieden. Ich denke schon, dass es eine sehr große Variation an Sportarten hier gibt und auch Angeboten. Für mich auf jeden Fall Lab. Also wir sind jetzt irgendwie zwei Dudes, die sich halt kloppen, aber da wäre halt ein offizieller Rahmen ganz cool. Ne? Also wir haben ja gerade gehört, dass noch andere Leute irgendwie auf der Wiese sind mit Waffen und es wäre doch mal cool, die Leute zu verbinden, die sich mit Schaumstoffwaffen hier die Birne einprügeln wollen. Du als sportlicher Mensch, hast du vielleicht Tipps für Sportmuffel, die sich aber jetzt sportlich betätigen wollen, was die machen können, also wie die anfangen können mit Sport? Geht zu Udo. Udo macht Selbstverteidigung und Kung Fu und Udo zeigt euch, wie man sich richtig warm macht. Ja, vor allem, wie man sich vernünftig dehnt. Udo ist ab und an auf dem Trimpfad bei Saxonia Münster. So ist es richtig. So ein etwas größerer Typ, hat einen kleinen Zopf, sieht ein wenig gefährlich aus, ist aber sehr sympathisch, finde ich persönlich. Und wenn er da ist, sprecht ihn auf jeden Fall an, weil der hat es echt drauf. Ich finde, es hilft immer, wenn man quasi mit einem Mannschaftssport anfängt, weil man dann halt mehr so die Motivation hat, okay, dann gehe ich da hin und habe ein bisschen Kontakte. Oder sonst halt einfach mit Freunden, weil wir haben hier zum Beispiel auch in Münster so eine Kletterhalle, also Boulderhalle. Zum Beispiel, das ist auch super witzig und da gibt es halt auch Anfängerparcours und sonst was. Ich persönlich bin, wenn es nicht direkt Mannschaftssport ist, eher weniger Freund davon, Leute dabei zu haben, weil mich das eher distracted und ich dann das Gefühl habe, mithalten zu müssen oder mich denen anzupassen, als einfach das zu machen, was ich will. Der einzige Tipp, den ich geben könnte, ist, gute Musik mitzunehmen. Wenn ich das richtige Lied höre, habe ich deutlich mehr Bock rauszugehen. Habt ihr vielleicht Tipps für Leute, die nicht so sportlich aktiv sind? Man muss sich einfach einmal zu aufraffen. So war es bei mir halt oft. Also früher hatte ich auch nie Lust. Dann habe ich es einfach einmal gemacht. Wenn man dann einmal da war, dann merkt man, das war eigentlich mega cool. Und verliert die Angst auch davor. Und dann läuft das eigentlich. Dann kriegt man selber Bock darauf. Wenn man sich danach gut fühlt nach dem Sport und dann sich dieses Gefühl erhalten kann fürs nächste Mal, wenn man dann wieder zu Hause sitzt und sich dann aber an das Gefühl erinnern kann, was man letztes Mal hatte, nach dem Sport, dann geht man auf jeden Fall eher raus. Wie wird man auf Lab aufmerksam? Bei mir bin ich einfach schon früh mit Rollenspielen in Kontakt gekommen, also das typische Herr der Ringe, Dungeons & Dragons Thema oder andere Pen-and-Paper-Spiele. Und darüber kommen wir dann noch in die Szene über Lab. Und da ist einfach sehr viel mehr Action, deswegen bin ich da ist irgendwie gelandet. Und dich habe ich da eigentlich reingezogen, oder? Ja, bei mir hat es damals tatsächlich auch mit Herr der Ringe so richtig angefangen. Dann habe ich angefangen, mir auch so Rüstung und sowas zu kaufen. Und genau, irgendwann bin ich dann auf Lab aufmerksam geworden. Puh, auf die ganzen sportlichen Gespräche jetzt erstmal einen Kaffee. Was habe ich heute mitgenommen? Wir haben heute die verschiedensten Menschen getroffen, die die unterschiedlichsten Sportarten ausüben. Corona nimmt definitiv einen Einfluss auf die sportliche Aktivität. Manche haben sich mehr bewegt, manche haben aber auch einen Anreiz gefunden, mal eine andere Sportart auszuprobieren. So, und was ist mein Appell an euch? Macht auf jeden Fall mehr Sport, bewegt euch, zieht eure Laufschuhe an und legt einfach los. Das haben mir heute sehr viele der Befragten mitgeteilt. So, und das war's auch schon mit unserer Umfrage. Ciao! Laufen, Inlineskaten, Badminton. Irgendwie alles selbsterklärend. Eine ganz besondere Sportart ist jedoch LARP. LARP kommt aus dem Englischen und bedeutet Live Action Roleplaying. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein wenig nervös, denn einen solchen Act werden wir jetzt erleben. Live für euch, Roger und Johannes. Thank you.
Ja, das sah auf jeden Fall sehr beeindruckend aus und gar nicht so einfach. Und deswegen frage ich euch doch gleich einmal, für welchen Typ von Mensch ist Lab eigentlich der ideale Sport? Also welche Eigenschaften muss ich mitbringen, wenn ich mit Lab anfangen möchte? Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Abenteurer. Es ist Abenteuer und es ist Spielen. Es ist ja ganz klar so, dass man eine Rolle einnimmt. Man muss bereit sein zu sagen, okay, ich bin es für einen Tag oder ein Wochenende, wer anders. Das kostet Überwindung und man muss ganz klar sagen, dass man sich darauf einlassen muss, damit es nicht peinlich wird. Also man muss ein kleines Spielkind sein. Genau, also bei mir, ich muss sagen, ich bin noch relativ neu im Lab. Also mein Kollege hat schon eindeutig mehr Erfahrung als ich. Ich bin jetzt eher so der Kämpfer. Aber zum Sommer hin wollte ich auf jeden Fall mit aufs Drachenfest. Und dann ist das mein erstes Lab. Ich muss halt nur gucken, wie ich das mache mit der Rolle spielen, weil ich bis jetzt nicht der beste Schauspieler bin. Aber also, das kriege ich schon irgendwie hin. Also. Da höre ich raus, dass Lab auf jeden Fall auch eine schauspielerische Komponente hat. Also, auf jeden Fall, okay. Ja. Ganz stark. Man kann sich Lab vorstellen wie ein großes Impro-Theater. Es ist nicht gescriptet, es gibt keinen Text. Man ist die Rolle und versucht sich möglichst wie die Rolle zu benehmen. Das heißt, es ist ganz klar Impro-Theater in Klamotten und mit Waffen, wenn man möchte. Du hast ja, glaube ich, gerade ganz kurz das Wort Festival angesprochen. Genau, könnt ihr uns was über die Festivals erzählen? Wart ihr vielleicht schon mal dort? Wie läuft das da ab? Also ich zum Beispiel war zweimal auf dem Drachenfest. Das ist ein sehr großes deutsches Lab-Event, wo es echt darum geht, dass Tausende von Leuten eine Stadt aufbauen. Es gibt dann in der Stadt auch ein Postboten, eine Küche, eine Stadtwache, ein Gericht, alles, was eine Stadt hat. Und drumherum sind die Lager. Die Elfen, die Piraten, die Ritter, die Wikinger, alle möglichen Leute, die Lab machen, sind drumherum. Und dann wird geschauspielert. Es wird gekämpft, gehandelt und alles, was man noch im Fantasy-Mittelalter erleben kann. Ja, hört sich cool an. Kommen wir mal zum Training. Wir kennen uns ja bereits aus dem Wienburg Park. Und gibt es vielleicht Orte, wo ihr sagen würdet, da lässt es sich ähnlich gut trainieren und vielleicht auch gerade für Anfänger? Ich würde sagen, eine Wiese reicht. Hauptsache, man weiß ein bisschen, was man macht. Es ist eigentlich egal, wo man trainiert, solange man weiß, wofür man trainiert. Und man hat gerade vielleicht gesehen, im Lab geht es nicht darum, dass man ein guter Schwertkämpfer ist, im Sinne von, dass man gut fechten kann. Es geht darum, dass man eine gute Show macht. Deswegen trainieren wir ganz klar so, dass es cool aussieht und nicht, dass wir irgendwie auf Punkte gewinnen. Richtig, ja, genau das ist es. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht schämen, weil also ich zum Beispiel habe mich ein bisschen geschämt manchmal, wenn ich jetzt mit einem Schild oder so durch die Stadt gefahren bin. Aber das ist gar kein Ding mehr. Also sobald man das einmal macht, das macht so eine Laune. Und deswegen, also mittlerweile habe ich da mal richtig Lust drauf. Also da höre ich auch so ein bisschen raus, Gewinn steht da gar nicht so im Vordergrund, also wenn man kämpft. Absolut nicht. Okay. Nee, das ist der pure Spaß einfach an dem Ganzen. Auch generell am Mittelalter und das ist die Hauptsache. Ich meine, wir interessieren uns ja auch schon länger dafür. Bei mir fing das als Kind irgendwie an schon. Und deswegen finde ich das eigentlich perfekt. Also auf jeden Fall. Es macht auch gar keinen Sinn, versuchen zu gewinnen, weil die Waffen sind ja sehr leicht, das ist alles Silikon und Schaumstoff, damit kann man sehr viel rumfuchteln. Das sieht aber nicht gut aus, deswegen versuchen wir so zu kämpfen, dass wir das Gewicht der Waffe ausspielen. Eine Axt oder ein Schwert kann man eben nicht so schnell führen normalerweise, deswegen legen wir Wert auf Realismus und auf gemeinschaftliches Spiel. Man macht Lab miteinander, es soll für alle cool sein und auch cool aussehen, deswegen sind Leute, die versuchen, einen Kampf mit Biegen und Brechen zu gewinnen, für uns eher Pappnasen. Ja, das sind ja schöne abschließende Worte. Oder habt ihr vielleicht noch etwas an diejenigen zu sagen, die vielleicht jetzt mit Lab anfangen wollen? Also irgendwas Motivierendes? Verbindet euch. Wir brauchen eine starke Gemeinschaft. Gerade was die Klamotten angeht oder die Fahrten zu den Events, da muss man zusammenarbeiten. Das heißt, wenn man neu damit anfängt und ich weiß wohin, dann sollte man auf Facebook, Instagram oder den Lab-Foren versuchen, Leute aus seiner Stadt kennenzulernen, um es gemeinsam anzugehen. Genau so ist es richtig und wir suchen auch stark nach einer Community, also ein paar Leuten. Haben gehört, dass es im Nordburg wohl noch eine Gruppe gibt, die das macht. Genau, und die wollen wir noch treffen, dass wir uns dann sozusagen vereinen können. Und jeder, der Bock darauf hat, einfach mal mitzumachen. Wir sind im Wienburgpark auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir euch da draußen für Lab begeistern konnten. Und wenn das der Fall ist, dann geht doch einfach mal in den Wienburgpark und macht mit. Ja, kommt gerne Dank. Vorbei.
Hey, das sieht ja voll cool aus, wie du das machst. Sag mal, ist Skaten gerade nicht der absolute Renner? Um Skaten dreht sich gerade ein ganz schöner Hype. Ollie, Switch, Manual, die typischen Skate-Tricks halt. Und Skaten lässt sich nicht nur als Sport, sondern auch als eine, ja, Kunstform verstehen. Ein Lebensausdruck, der Freiheit und Unabhängigkeit vermittelt. Wow, das hört sich voll cool an. Ich würde voll gern mehr über Skaten erfahren und auch eigentlich direkt loslegen. Na dann ist unser jetziger Beitrag ja genau der richtige für dich. Skaten, eine Kunstform, eine Lebenseinstellung und ein Sport. Damit hat es Tony Hawk, der wohl bekannteste Skater weltweit, gut auf den Punkt gebracht. Die verhältnismäßig junge Sportart wird immer beliebter und ist dabei erstmalig auch bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten gewesen. Was ist es aber, was das Skaten so besonders macht? Das Gefühl von Freiheit, sich selbst zu verwirklichen oder doch die Menschen? Auf der Suche nach der Antwort sind wir Linus Tombring begegnet. Ja, moin, mein Name ist Linus, ich bin 23 Jahre alt, fahre seit 9 Jahren Skateboard. Am liebsten fahre ich Rampe, besonders gerne Berchwedel. Ja, so viel zu mir. Wie jeder Sport hat auch das Skaten seinen ganz persönlichen Charme. Der Reiz, damit anzufangen, ist dabei aber immer verschieden. Also Skateboarden für mich besonders macht es aus, dass man diesen Zusammenhalt in der Szene hat. Quasi, man geht zum Skatepark, hat einen scheiß Tag gehabt auf Arbeit, in der Schule, trifft seine Freunde, besteht ein paar Tricks, unterhält sich mit denen, trinkt abends vielleicht ein Bierchen. Einfach dieser Zusammenhalt, diese Szene, die man später beim Feiern wieder trifft, ich finde das stark, ich finde das toll. Auch in Münster gibt es für alle Skatenden, ob noch ganz am Anfang oder schon fortgeschritten, die Möglichkeit, sich die nötige Ausrüstung zu besorgen. Generell Titus, wie in jeder Stadt, hat natürlich Skateboards, hat sowohl Komplettboards für Anfänger zum Ausprobieren, als auch Boards zum selber Zusammenstellen, quasi die Achsen allein einzeln, die Rollen einzeln, die Decks einzeln, die Schrauben einzeln. Ansonsten würde ich Skate Aid empfehlen, die haben einen kleinen Flohmarkt hinten am Dahlweg, ist eine Hilfsorganisation. Auch sehr empfehlenswert ist für mich der Black Heaven mit der Eigenmarke Koloss. Ist halt einfach so ein bisschen auf Fun gemacht, so ein bisschen auf geil, Metal, Punk. Ja, kommt halt auf den Stil drauf an, was dir gefällt. Ne? Die Komplettboards sind halt quasi mehr für Kinder, so ein Geschenk für Kinder bzw. für Neueinsteiger. Erstmal ausprobieren. Die sind deutlich günstiger. Wie gesagt, zwischen 60 und 100 Euro kriegst du ein vernünftiges. Wenn du später komplett im Game drin bist und richtig Bock darauf hast, lohnt sich ein Komplettboard nicht mehr, da es in der Regel ein anderes Holz ist. Also sprich Birke, nicht Ahorn, du nur bis zu einer gewissen Größe meistens zusammenstellen kannst, wobei ich glaube, online gibt es mittlerweile auch fast alle Größen und du einfach nicht so das Board für dich selber einstellen kannst. Leute, die anfangen wollen zu skaten, würde ich den Tipps geben, sich nicht sofort die teuerste Ausrüstung zu holen, das beste Material. Eventuell stellt man nach ein paar Monaten fest, oh, ist ja doch gar nichts für mich, ist vielleicht doch nicht so meine Welt. Vielleicht mit einem Komplettboard für 80 Euro anfangen, mal unter den Freunden rumhören, wer fährt ein Skateboard, wer hat ein Skateboard gefahren, hätte nicht wieder Bock mit mir skaten zu gehen, damit du darüber halt schon mal ein bisschen was lernst. Ansonsten ganz, ganz viel auf YouTube gucken, ob man irgendwie ein paar Tipps zu den Tricks kriegt oder halt einfach zu den Skatespots gehen, nett sein und die anderen fragen. An sich ist jeder Skatepark auch für Anfänger geeignet, man muss sich halt nur die passenden Ecken aussuchen. Und dementsprechend habe ich da eigentlich nur so das Angebot, schaut, wo es ein bisschen leerer ist und probiert euch selber aus. Zum Beispiel Post hinten am Hafen ist sehr empfehlenswert. Skaten ist und bleibt nicht nur ein Sport, sondern auch ein Lebensstil. Auch von Linus wollten wir wissen, wie es sich auf sein Leben ausgewirkt hat. Ich sag mal so, ich bin weg von diesen traditionellen Mannschaftssportarten hin zu einer Sportart, wo man sich selber der König ist und sagen kann, boah, heute habe ich Bock, heute mal, nee, ey, lass mal besser. Man hat viel mehr Freiheit, man hat keine festen Trainings mehr, kann trotzdem machen. Wenn du gerade Bock hast, irgendwie auf deinem Board zu sitzen, dir eine Mate zu trinken oder ein Bierchen, dann machst du das ganz entspannt. Ich würde sagen, man kann sich sportlich beteiligen, hat aber trotzdem sehr viele soziale Interaktionen und vor allen Dingen kann man sich selber komplett frei ausleben. Und das hat beim Skaten bei mir viel gebracht. Wie man sieht, kann Skaten das eigene Leben sehr verändern.
von den neuen Freundschaften bis hin zu der Chance, sein eigenes Ding durchzuziehen. In Münster gibt es genug Möglichkeiten anzufangen, vom Skatepark Bergfidel bis hin zum Skaters Palace. Neue SkaterInnen sind immer willkommen und werden von Erfahrenen gern unterstützt. Probiert's aus! Sport gehört für viele von uns zum Leben mit dazu. Oder bewusst auch nicht. Ein Skateboard kaufen und es einfach ausprobieren. Die Laufschuhe anziehen und loslaufen, um den Kopf frei zu bekommen. Irgendwie selbstverständlich, oder? Oft vergessen wir dabei, was für ein Privileg das Ganze in Wirklichkeit doch ist. Noch diesen Sommer fanden in Tokio die Paralympics statt. SportlerInnen der ganzen Welt kämpften dort um Medaillen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch mitverfolgt habt, ich fand es atemberaubend mit anzusehen. Und das Besondere, alle SportlerInnen haben eine sehr, sehr starke Geschichte. Neben den Paralympics, die sich an Menschen mit körperlicher Behinderung richten, gibt es noch die sogenannten Special Olympics. Janine Schwierblatt ist Sportlerin und hat in der Disziplin Reiten schon so einige Bronzemedaillen gewonnen. Sie ist heute hier, um uns zu erzählen, wie es ist, für einen Sport leidenschaftlich zu kämpfen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ein Mikro. Du bist in einer der Alexianer-Werkstätten tätig und hast daneben noch eine große Leidenschaft, das Reiten. Wie kam das, dass du genau mit dem Sport damals angefangen hast? Weil mich Pferde einfach schon immer fasziniert haben und ich die einfach schon von vornherein toll fand. Okay. Und was macht das Reiten für dich zu so einer besonderen Sportart? Weil Pferde einfach toll sind und es zu meinem Leben dazu gehört. Also für mich gibt es nichts anderes. Ja, okay. Und 2015 war es, als du in Los Angeles bei den Special Olympics teilgenommen hast und direkt dreimal Bronze gewonnen hast. Ich muss zugeben, ich habe erst durch dich von den Special Olympics erfahren. Vielleicht erklärst du erstmal überhaupt, was die Special Olympics sind. Ja, Special Olympics ist ja Reiten oder Sport generell für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Das heißt, ganz allgemein für Menschen mit geistiger Behinderung, kann man das so sagen? Ja. Okay, spannend. Und wie hat sich das damals für dich angefühlt, als du dann ja, in Los Angeles warst, erstmal am anderen Ende der Welt und dann direkt auch noch die Medaillen gewonnen hast? Es ist lange her, aber es war sehr Wahnsinn. Man muss dafür sehr, sehr viel tun, um dahin zu kommen. Viel Training, Ehrgeiz und eine sehr, sehr gute Trainerin. Und einen ganz, ganz starken Willen. Ja, wow. Das heißt, du bist ein sehr disziplinierter Mensch, oder? Würde ich schon sagen, ja. Ja, Hammer. Gab es denn auch, auf den meisten Wegen gibt es ja auch Hindernisse, gab es die auch bei dir? Und was hat dir geholfen, da an den Stellen weiterzumachen und nicht aufzugeben? Es ist halt schon ein Sport, der sehr, sehr anstrengend ist und sehr viel Disziplin, also fordert. Ich war mal an einem Punkt, wo ich aufhören wollte, aber mir wurde hinterher klar, dass das zu mir gehört, dass ich gar nichts anderes möchte eigentlich. Gibt es da denn eine Sache, wo du heute sagst, da bist du ganz, ganz besonders stolz auf dich? Dass ich einfach so weit gekommen bin. Ja, okay. Und jetzt nochmal, es ist ja so, dass noch immer ungleiche Lebensbedingungen zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung auch in Deutschland bestehen. Was muss sich deiner Meinung da konkret ändern? Dass ich finde, dass jeder eine Chance kriegen sollte, an sowas dran teilzunehmen. Ob jetzt mit mehr Einschränkungen oder weniger, ist im Endeffekt egal, nur dass jeder halt die Chance kriegt, weil es hier in Deutschland noch relativ wenig eigentlich gemacht wird, finde ich. Ja, dann herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch und hat mich auf jeden Fall, vielleicht den einen oder anderen von euch auch, zum Nachdenken angeregt. Herzlichen Dank, dass du da warst und alles Gute für dich.
Ja, jetzt haben wir schon einige sportliche Eindrücke erhalten. Doch meint Outdoor Activities tatsächlich nur Sport? Vielleicht lohnt es sich einfach mal, ein paar Gedanken zu machen. Das zumindest hat unser heutiger Gast getan. Er wird uns nun in Form eines Poetry Slams nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema geben. Herzlich willkommen, André. Ja, vielen Dank. Wie gerade schon angekündigt, mache ich tatsächlich jetzt hier keinen Sport auf der Bühne, sondern werde vielleicht mal ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel darauf blicken. Für diejenigen, die gar nicht wissen, wer ich bin, ich habe vor ungefähr einem Jahr angefangen, Texte zu schreiben, sogenannte Poetry Slams. Mir liegt es tatsächlich eher, kürzere Texte zu schreiben, also so 30 Sekunden, hauptsächlich auf TikTok und Instagram. Wer da gerne mal vorbeischauen möchte, einfach mal andre.klo.s suchen. Heute habe ich einen Text mitgebracht, der geht ungefähr 5 Minuten und trägt den wundervollen Namen Hinter der Wohnungstür. Folgende Zeilen schrieb ich Anfang diesen Jahres, um meinem Kopf, der seit 4 Monaten nichts anderes als die Wände meiner Wohnung gesehen hatte, Ausdruck zu verleihen. Es wäre nicht gelogen, wenn ich damals gesagt hätte, dass das Bunteste zu dieser Zeit an meinem Leben die Gemüse- und Obstabteilung im Supermarkt war. Da saß ich also nachts an meinem Schreibtisch und fing an, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich bin 21, in der Blüte meines Lebens, Forever 21 und so, aber die Realität sieht anders aus. Mein Leben war noch nie so trostlos wie jetzt. Ich mache jeden Tag das Gleiche und kann mich nicht einmal daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Ich habe Angst, mein Leben zu verpassen. Die vermeintlich beste Zeit meines Lebens mit trostlosen Erinnerungen zu füllen, während andere mit 21 die buntesten, schönsten und besten Momente ihres Lebens hatten. Bin ich alleine oder hast du auch manchmal das Gefühl, dein Leben ist nicht deinem Alter entsprechend und eigentlich verpasst du gerade was? 8 Monate ist das jetzt her und trotzdem stellt sich mir die Frage, was macht das Leben denn überhaupt lebenswert? Woher weiß ich, dass das, was ich gerade tue, mein Leben überhaupt bereichert? Aber ist das jetzt der Punkt, wo ich über Sinnfindung, Selbstzweifel und Motivation sprechen sollte? Nee. Denn was ich eigentlich tun möchte, ist, euch eine wahnsinnig simple Erkenntnis in den nächsten 2 Minuten näher zu bringen, wofür ich tatsächlich einen ganzen Lockdown gebraucht habe. Das Leben beginnt hinter der Wohnungstür. An dieser Stelle würde ich euch bitten, einmal die Augen zu schließen, wenn ihr nicht sowieso schon eingeschlafen seid. Du läufst die Treppe in deinem Hausflur runter, öffnest die massive Holztür, die mittlerweile schon ganz schön quietscht, und die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Was ein wunderschöner Herbsttag. Während du gerade dabei bist, dich auf deinen Drahtesel zu schwingen, fällt dir auf, dass die Vögel heute gnädig zu dir waren und dir kein Geschenk hinterlassen haben. Du fährst los Richtung Innenstadt. An der ersten Ampel bleibst du stehen. Du schaust nach links und es rollt ein kleines Schulkind mit seinem Fahrrad neben dich. Er trägt einen For You Dino-Rucksack und schaut dich ehrgeizig an. Wahrscheinlich möchte er ein Rennen. Du schaust ihm tief in die Augen und fokussierst dich dann auf die Ampel. Die Ampel wird grün. Du trittst kräftig in die Pedale, lässt ihn aber dann vorbeiziehen. Er dreht sich um, grinst und biegt ab. 100 Meter weiter wartet direkt die nächste Ampel auf dich. Diesmal stellt sich ein etwas älterer Mann neben dich. Du schaust runter, begutachtest sein Fahrrad und stellst fest, Mist, elektrisch, hier ziehe ich den kürzeren. Ehe die Ampel auf grün umgeschlagen ist, ist der ältere Mann schon weit vor dir, aber das stört dich nicht, denn dein Fokus liegt schon wieder bei den ganzen Studenten, die im Park dieses Spiel spielen, wo man einen Ball auf eine Art Trampolin haut. Achtung! Schreit dir plötzlich jemand entgegen. Du schaust wieder nach vorne und musst scharf ausweichen, um die entgegenkommende Joggerin nicht zu überfahren. Diese lächelt dich aber freundlich an, statt dich anzumaulen. Die Fahrt geht weiter, an einem älteren Ehepaar vorbei, die Hand in Hand die Promenade entlang spazieren. Der Anblick zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht und du fragst dich, ob du irgendwann auch so enden wirst. Zu dieser Jahreszeit hat sich die Promenade in eine goldgelbe Fahrbahn verändert. Blätter fallen langsam auf den Boden. Die Sonne kämpft sich immer wieder durch die bunt gefärbten Baumkronen und die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Zielen sind unterwegs. Dir begegnen Kindergartenkinder, die mit Laub spielen. Menschen, die auf Bänken sitzen und sich das Farbenspiel der Natur anschauen. Hunde, die mit ihrer Nase das Laub aufwühlen und immer wieder Fahrradfahrer, die ganz eilig an einem vorbeifahren.
Und wenn du jetzt wieder die Augen aufmachst und mich ansiehst, dann steht hier oben keine Person mehr, die trostlos darüber redet, wie sein Leben an ihm vorbeizieht, sondern eine Person, die erkannt hat, welche Möglichkeiten Münster bietet, ein lebenswertes Leben zu führen. Und vielleicht bist du nicht die Person, die mit anderen Spikeball im Park spielt. Und vielleicht bist du auch nicht die Person, die sich die Laufschuhe anzieht, um eine Runde um den Aasee zu laufen. Aber vielleicht bist du die Person, die ab heute Ja zum Leben sagt und sich nun nicht mehr nur in Gedanken, sondern ab heute auch in echt, sich mit einem Neunjährigen auf ein kleines Wettrennen einlässt, nur um ihm eine Freude zu machen. Aber vor allem bist du hoffentlich nach heute die Person, die, sobald sie die Wohnungstür verlässt, offen für Abenteuer ist. Denn das Leben beginnt hinter der Wohnungstür. Ja, vielen Dank, André, für deine Worte. Ich denke, da konnten sich viele von unseren ZuschauerInnen sicher etwas von mitnehmen. Ja, was für ein sportlicher Abend. Und das Resümee? Sport ist nicht nur unglaublich wichtig für jeden von uns, sondern bereichert unser Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ob Laufen, Lab, Skaten oder Reiten. Probiert es aus, wagt Neues und macht das so lange, bis ihr euren ganz persönlichen Sport gefunden habt. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Mitwirkenden dieser Live-Sendung und ein noch viel größeres Dankeschön an euch Zuschauende. Wir hoffen, dass ihr an diesem Abend vielleicht auf eine neue Idee gekommen seid und wir euch damit einhergehend vielleicht inspirieren konnten. Ich zumindest bin nun total motiviert. Na dann, wenn das so ist, wie wär's mit dem Wettrennen? Wenn du unbedingt verlieren willst. Na dann. Los!